Hey Leute, heute kommt ein DM-Haul, weil ihr euch ein DM-Haul gewünscht habe. Ich habe in einem meiner letzten Videos erwähnt, dass ich im DM war und da haben ein paar geschrieben, sie hätten gerne ein DM-Haul und deshalb drehe ich heute ein DM-Haul für euch ab. Übrigens gibt es am Ende dieses Videos wieder etwas zu gewinnen, also ich hoffe, ihr freut euch. Und ja, los geht's mit dem Video. Fangen wir an mit Nagellacken. Ich habe ja meine Gelnägel abgenommen, beziehungsweise ich hatte eigentlich nur Gelnägel, damit ich aufhöre, an meine Nägel zu gehen, weil ich habe die immer so abgerissen. Ja, ich weiß, es klingt richtig eklig. Ist aber so, das war so eine Angewohnheit, die ich einfach nicht wegbekommen habe. Und deshalb habe ich mir Gelnägel gemacht und ich hoffe, dass es jetzt besser geht. Also momentan sind meine Nägel gar nicht so schlecht. Natürlich sind die mega dünn wegen dem Gel. Aber ich habe mir ein paar neue, mega schöne Nagellackfarben gekauft. Und zwar zwei Stück von Essie. Einmal diese Farbe hier, das ist die Farbe Bordeaux, also einfach so ein Bordeaux-Ton. Relativ. Dann habe ich mir diese Farbe hier gekauft und zwar ist das die Farbe Peak Show, das ist einfach so ein ganz, ganz helles Rosa, fast schon weiß. Ich hatte ja immer die Farbe Fiji, aber ich habe diese Farbe irgendwie verloren. Ich weiß nicht, wie dieser Nagellack ist und ich habe den so geliebt. Und Peak Show sieht Fiji eigentlich relativ ähnlich und ich wollte nicht denselben Nagellack nochmal kaufen. Ja, ich weiß, dumme Logik, aber er ist genauso gut wie Fiji und deshalb habe ich mir den hier gekauft. Und dann habe ich einen alten YouTube-Fave gekauft und zwar ist es der Essence High Gloss Better den Gel Nails Top Coat. Das Problem nur bei dem ist, finde ich, dass der Nagellack dann so richtig dick wird. Also ich finde das ja schön, weil er dann so schön glänzt. Das Problem ist, man kann einfach so machen und dann ist der Nagellack ab. Und ich neige dazu, Nagellack abzupullen. Dann habe ich mir ein Trockenshampoo gekauft, weil ich mir immer vorgenommen habe, ein Trockenshampoo zu kaufen, aber es immer vergessen habe. Und ich habe das hier von Batiste in der Farbe Beautiful Brunette. Dann habe ich mir mein liebstes Abschminkzeug wieder nachgekauft. Und zwar ist es der L'Oreal Make-up Entferner Express für Augen und Lippen. Der ist für wasserfestes Make-up. Den habe ich mir dreimal nachgekauft, weil der bei mir richtig schnell leer geht. Ich habe mir dann ein Deo gekauft, was ich mir eigentlich nicht vorgenommen hatte zu kaufen, weil... Mein Bruder und seine Freunde. Und Antitranspirant haben ja... Aluminium und Aluminium ist nicht so gut für euch. Eine Zahnpasta musste auch mit und zwar ist es die Colgate Max White Zahnpasta. Ich habe nur ein Problem mit dieser Zahnpasta und zwar bleiben meine Zähne einfach blau nachher. Also ich muss dann so 20 Mal mit Wasser ausspülen, damit meine Zähne nicht mehr blau sind. Yep, die würde ich glaube ich nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich ja mal erwähnt oder auf jeden Fall wollte ich unbedingt wieder ein Creme Blush haben und ich habe mir dann das von Max Factor gekauft. Das Miracle Creamy Blush, so sieht das aus. Aber ich liebe, liebe, liebe dieses Blush. Das ist so ein wunderschöner Ton und der ist perfekt für den Frühling, für den Sommer, weil das halt so ein Cremeprodukt ist und das sieht einfach viel frischer auf der Haut aus und viel angenehmer. In meinem One Bread Make-up Look von Maybelline, das verlinke ich euch übrigens in der Infobox, habe ich bemerkt, dass ich keinen Puder Blush habe von Maybelline und da habe ich mir dieses... Da habe ich mir diese super, super knallige Farbe ausgesucht, aber ich finde, das macht... einen so, so, so schönen Look auf den Wangen. Das ist die Farbe 100 Peach Pop und ich finde die Verpackung einfach mal mega cool. Guck mal, das kann man so aufklappen. Da meine Mascaras alle leer waren, beziehungsweise fast alle, muss ich mir meine Lieblingsmascara nachkaufen und zwar die Lash Sensational voller Wimpernfächer von Maybelline und dann noch die Catrice Glam & Doll. Habe ich mir auch nachgekauft, die habe ich vor einem Jahr oder so super gerne gemocht und deshalb habe ich mir die mal nachgekauft, um zu schauen, ob ich die noch immer mag. Und das ist auf jeden Fall mein All-Time-Fave. Bei der hier bin ich mir gerade nicht so sicher, wie ich sie finde. Sie ist okay. Auf jeden Fall trennt sie die Wimpern schön. Und dann kommen wir zu meinem absoluten Highlight-Produkt. Und zwar habe ich die allerbeste Foundation ever gefunden. Ja, ich habe tatsächlich in der Drogerie meine Lieblingsfoundation gefunden, obwohl ich so viel Geld für High-End-Foundations ausgegeben habe. Naja, auf jeden Fall trage ich sie auch heute und das ist 14 Stunden auf meinem Gesicht. Okay, 14 Stunden. Das ist das Manhattan Endless Perfection Make-up 24 Hours. Ich habe das in der hellsten Farbe, glaube ich. 58 Soft Ivory. Und einfach, dass diese Farbe so schön neutral ist und mir so gut passt, macht sie noch mehr zu einem Favorite. Also ich bin echt mega begeistert von dieser Foundation und die kostet unter 8 Euro oder so. Das ist echt ein Top-Produkt. Dann habe ich ein paar Packungen von diesen großen Wattepads hier gekauft, also super langweilig. Und ich habe gesehen, dass neue Garnier-Masken rausgekommen sind und deshalb habe ich mir drei davon gekauft. Ich glaube, es gibt vier. Und zwar einmal Matcha-Maske, diese hier. Ich habe noch keine ausprobiert, wegen diesem Video einfach. Dann die Aqua-Mask mit Granatapfel. Und dann noch die Honey-Mask für trockene bis sehr trockene Haut.
So, kommen wir jetzt zu der Verlosung. Die letzte Verlosung hat super geklappt. Es haben so, so viele Menschen mitgemacht. Ich glaube, es gab 300 Kommentare oder so. Und dieses Mal lasse ich die Verlosung etwas länger laufen, und zwar so 2 Wochen. Das hat letztes Mal super gut geklappt. Ich habe die Gewinnerin angeschrieben und ihr das Paket gegeben mit den Sachen. Ich habe noch ein paar extra Produkte reingetan und sie hat sich mega darüber gefreut. Für die, die nicht gewonnen haben, es ist wieder mal eine Gelegenheit, etwas zu gewinnen. Und zwar könnt ihr dieses Pinselset hier gewinnen, das ich euch ja im letzten Video gezeigt habe. Und zwar ist das, das 6 Plus Make Beauty Easier Pinselset mit Augen- und Gesichtspinseln. Wir machen es genauso wie letztes Mal. Und zwar möchte ich einfach, dass ihr einen Kommentar schreibt mit eurem Instagram-Namen. Ich werde euch per Instagram kontaktieren, falls ihr gewonnen habt. Die einzigen Bedingungen sind, dass ihr mir einfach auf YouTube folgen müsst. Also ihr müsst Abonnent meines Kanals sein. Und ihr müsst mir auf Instagram folgen. Das sind eigentlich die einzigen Bedingungen. Mein Instagram steht in der Infobox und wie ihr mich abonniert, wisst ihr ja. Und ja, ich hoffe, dass jemand von euch sich darüber freut. So, das war's mit einem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.